Also jetzt kommen wir zurück zu einem weiteren Horror-Einteiler. Heute spielen wir die Demo von Conclus 2. Falls aus irgendeinem Grund Conclus 1 noch nicht gesehen haben sollte. Conclus 1 ist übrigens das Titel-Thumbnail für die komplette lange Einteiler-Horrorliste. Also möglicherweise habt ihr das Bild schon ein paar Mal gesehen, das ist mit diesen Ketten im Tor und sowas. Ist auf jeden Fall ein ultra geiles Horror-Game. Zumindest sehr interessant. Das ist so eins dieser Games, was eigentlich mit dem Urban Mythos zusammenhängt, dass es halt ein Game ist, was man vor Ewigkeiten angeblich mal irgendwo gefunden hat, bla 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 bla. Soll so ein verlorenes Spiel sein, dazu gab es aber ein richtiges Game. Ist, glaube ich, ein 3-Stunden-Einteiler gewesen. Sehr PS1-artig, sehr cool. Und Conclus 2 ist ja schon ziemlich lange in der Produktion. Jetzt gibt es seit, ich meine schon ziemlich lange, 6 Monate und sowas, gibt es die Demo dazu. Ich habe sie nie wirklich gespielt. Aber jetzt kommt erstmal die wichtigste Frage, und zwar erstmal, okay. Das Spiel ist eigentlich gedacht für 20 FPS. Aber ich finde, 20 FPS sieht halt ein bisschen cancer aus. Ich mache mal 60 an, ich gucke, wie es atmosphärisch aussieht. Man kann die Resolution hochstellen, aber soll man halt eigentlich nicht tun. Die Low Resolution ist eigentlich so gedacht. Okay, lassen wir die einfach mal low und fangen direkt an. Das haben wir gemacht. Ja, das haben wir alles gemacht. Ich weiß nur nicht, ob wir jetzt von ganz Anfang an anfangen. Nee, ne? Ich glaube nicht. Wir haben auf jeden Fall in der Stadt namens Hell nach unserer Frau gesucht. Ist ein bisschen Silent Hill mäßig gewesen. Ich würde euch sehr empfehlen, den ersten Teil als Einteiler zu gucken. Das war sehr, sehr, sehr geil. Wir wachen auf mit schlimmen Kopfschmerzen. Doch, wir sind mit dem Boot abgehauen. Okay, wir sind genau da wieder. Sehr gut. Okay. Die Luft ist kalt. Wir wissen nicht, wie lange wir geschlafen haben. Der Hund, den wir dabei hatten, ist auf einmal weg. Okay, ihr solltet definitiv Conclus 1 vorher gesehen haben. Das macht genau da weiter. Okay. Ich werde es am Ende hiervon verlinken. Ich werde es am unten irgendwo verlinken. Sucht einfach Conclus, ihr werdet schon finden. Okay. Oh, ist auch schon ein bisschen her, ne? 1,5 Jahre oder sowas bestimmt. Bis den ersten Teil gespielt haben. Ja. Kriegen wir schon hin. Shift, Run, Jump, Accept. User Open. Okay, alles simpel. Got it. Okay, ich teste gleich mal kurz mit der Resolution, wenn ich das noch im Spiel umstellen kann. Und mit den FPS. Ja, ihr seht schon. Es soll so aussehen, aber ich will kurz mal gucken. Limited FPS. Resolution. Okay, machen wir mal kurz hoch. Nee. I don't like it. Das bleibt schon unten. Okay, So wie es gedacht ist, natürlich. Okay, das sind 20 FPS gelockt, ne? Ja, okay, FPS kann ich schon oben lassen. Ich finde das in Ordnung. FPS können wir schon oben lassen. Auch in 20 vielleicht? Sieht das cooler aus? Nee, fuck it. Fühlt sich besser an so. Wer zum Fick? Ist das eine Statue? Ist eine Statue, ne? Okay, das Gate ist verschlossen. Alles klar. Wäre auch zu schön gewesen, ne? Das wäre auch zu schön gewesen. Broken. Okay, komm, warte mal. 29. Es fühlt sich nicht an wie 20, es fühlt sich gut an. Ach komm, wir lassen 20. 20 ist so gedacht. Oh, what the f... Hallo? Der Körper eines Mannes. Wir checken seinen Puls, aber es bringt nichts. Er ist tot. Nichts, was wir noch tun können. Okay, dude. Sorry. Tür ist verschlossen. Keypad. Wissen wir nicht. Okay. Okay. Ich will abbrechen. Okay. Sehr gut. Die Kamera ist ultra nah dran. In allem. Was ist das hier? $0.25. Okay. Broken. What the fuck? Und tschüss. Okay. Sure thing. Ich guck mal, wo der hin ist. Okay, great. What? Du hast gesehen. Das ist eine Reflexion, ich habe keine Ahnung. Okay. Kaputte Uhr. Kann ich die nicht mitnehmen? Nö. Okay. Silhouette, eine verbrannte Silhouette auf der Liege. Es riecht nach verbrannten Haaren. Great. Sehr schön. Das freut mich aber.
Okay. Kann ich hier durch? Hier wird auch verschlossen sein. Ne? Ja. Okay, jetzt muss irgendwie da reinkommen. Da ist eine Uhr. Jetzt nur noch hier lang. Ist auch verschlossen, ne? Naja. Great. Das wird auch verschlossen sein. What the fuck? Wo war hier ein Telefon? Hä? What the? I'm confused. Was hat geklingelt? Hä? War hier irgendwas? Das ist zum Speichern wahrscheinlich, ne? Ja. Okay. Ich meine mich daran zu erinnern, dass im Hauptspiel damals irgendeine Spielerei mit einem Savepoint war, oder? Wo man einen anderen Savepoint laden musste von einem Charakter, der gestorben ist hier in der Welt. Irgendwie sowas. Ich hoffe mal, ihr habt jetzt das Video... Ach, hier. Nee, what? What the fuck? Das klingt, als ob es hinter mir wäre. Antworten. What the fuck? What the fuck? Okay. Strange. Wow. Was haben wir hier? Diary, okay. Ein Tagebuch. Erste Seite. Vacation Diary. Urlaubstagebuch, okay. Mom hat mich dazu gebracht, dass ich dieses dämliche Tagebuch schreibe, weil ich gesagt habe, dass es im Hotel langweilig wäre. Heute sind wir acht Stunden hier hingefahren und die Fahrt war schrecklich. Okay. Kevin wollte mich und Jenny nicht alleine lassen. Sie ist mein bester Freund ever und es ist mir so peinlich. Er ist ein schrecklicher kleiner Bruder. Wir sind ins Hotel gekommen und es ist hier auch schrecklich. Es ist alt und es riecht seltsam und hier sind sehr viele alte Leute. Ich und Jenny könnten literally sterben hier. Okay. Okay, Jenny sagt, dass sie schreckliche Angst hat. Wir kommen bald in die Highschool und das hier ist keine gute Art, damit anzufangen. Okay. Heute haben Jenny und ich zusammen am Pool gechillt und haben uns ein bisschen Bräunung geholt. Jenny sagt, dass wir für die Highschool die beste Bräunung brauchen. Sie sagt, das Hotel hier wäre schrecklich, aber das Gute ist, dass wir hier wenigstens in der Sonne sein können und deswegen gut aussehen werden. Okay, wir haben schon entschieden, dass wenn wir zurückkommen, direkt ins Einkaufscenter gehen und uns ein paar Outfits aussuchen werden. PS, das Essen hier ist schrecklich. Ja, okay. Wir haben heute den ganzen Tag am Pool verbracht. Ich weiß nicht, warum mich Mom dazu bringt, mir diese Sachen hier aufzuschreiben. Es gibt hier gar nicht genug zu tun, um ein Tagebuch zu führen. Heute war schrecklich. Okay, Jenny wollte draußen bei den Docks ein bisschen schwimmen gehen. Aber als sie rausgekommen ist, meinte sie, dass ihre Haut am Brennen war. Sie war so am Weinen, wie ich es noch nie vorher gesehen habe. Sie haben das Krankenhaus angerufen und Jenny ist mit meiner Mom im Krankenwagen abgehauen. Okay. Der Mann, dem das Hotel gehörte, meint, dass sie sehr wahrscheinlich durch ein paar Chemikalien von einem der Boote durchgeschwommen ist. Ich hoffe, es geht ihr gut. Ich bin heute aufgewacht und ich kann niemanden finden. Das muss ein Joke sein. Es gibt niemand anderen mehr in diesem Hotel. Die Telefone funktionieren auch nicht mehr. Ich war in der Lage, ein paar Snacks zu finden und... Gott, was? Ich habe keine Ahnung, was da steht. And... Okay, keine Ahnung. Und ich warte in dem Pool, bis andere Leute zurückkommen. What the fuck? Okay, nächster Tag. Oh mein Gott, ich bin aufgewacht und ich bin noch die einzige Person, die hier ist. Ich habe überall im Hotel gesucht, aber ich konnte niemanden finden. Alle anderen sind immer noch weg. Und irgendjemand hat die ganze Nacht an meiner Tür geklopft. Als ich durch die
durch das Loch in meine Tür geguckt habe, habe ich eine alte Lady gesehen mit sehr langen schwarzen Haaren. Sie hat permanent ihren Kopf gegen die Tür geknallt. Ich habe ihr gesagt, dass sie mich alleine lassen soll. Ich muss diesen Ort verlassen. Irgendwas ist gestern Nacht fast in meinen Raum reingekommen. Ich habe alle meine Sachen gepackt und bin abgehauen und habe meinen Eltern eine Notiz hinterlassen. Ich liebe sie wirklich. Ich möchte ihn nicht abhauen, aber ich muss. Annie. War nicht ziemlich das auch die Thematik vom ersten Spiel? Wo Kids einfach alleine gelassen wurden? Und dann irgendwie alleine überleben mussten? Ich meine, da gab es irgendwas. Ich bin mir nicht mehr genau sicher, weil es schon ein bisschen her. So Sachen wie Story vergisst man halt irgendwann so ein bisschen. Aber ich meine, es ging auch um Kids, die alleine gelassen wurden. Und was ist das? Fischüberreste, blutige Tücher. Okay, sehr schön. Genau, was ich wollte. Kannst du lesen? Okay, eine Plakette, auf der steht. Edison Lighthouse. Ein Geschenk von Thomas Edison. Der hier oft im Edison Hotel geblieben ist. Okay, er meinte, dass er die Inspiration für viele seiner Erfindungen gefunden hat, als er in die Tiefen dieses schwarzen Flusses reingeschaut hat. Er meinte, es gäbe irgendwas Besonderes in diesem Wasser. Natürlich. A quarter. Okay. 346. Das ist der erste Teil von dem Code. 346, okay. Muss ich zweimal reingucken? 346. Okay. Ich muss irgendwie den restlichen Code noch finden. Andere Seite vielleicht? Was ist das hier? What the fuck? Naja, okay. Was habe ich da umgeschaltet? I don't know. Cans of Soda. Great. 346, 521. Okay. Simpel. Okay, was mache ich hiermit? Wie? Es geht nicht mehr? Fuck. Okay, aber 346, 521. Das wird der Code für da hinten sein, ne? Gehe ich mal stark von aus. Okay, ist sehr ruhig das Spiel bis jetzt. Ich finde es aber gut. Ich meine, Conclus 1 war auch sehr, 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 sehr ruhig. Also es gab kaum Gegner oder Gefahren. Was ich aber auch ziemlich angenehm fand im Spiel. Es hat auch sehr gut reingepasst. Ja, na gut. Speichern wir kurz. Habe ich gespeichert? Ja. Okay. Okay, 346521, genau. 3, 4, 6, 5, 2, 1. Great. Das habe ich gut gemacht. Fisch. Okay. Tote Fische. Great. Da kann ich gleich lang. Hier kann ich auch lang. Kann ich nicht öffnen, okay. Tacklebox. Ein Werkzeugkasten oder was ist das? Ich schätze. Ich bin... Ha. Dankeschön. Nett von dir. Sehr nett von dir. Appreciated. Okay. Rusted Paper Clips. Okay, wahrscheinlich kann ich damit irgendeine Tür öffnen. Nehme ich mal mit. Tote Maden auf altem Fleisch. Geil. Ein verstümmeltes Ohr an einem Haken. Sieht so aus, als ob man damit gefischt hätte. Was war das? The fuck war das? Okay. Ich weiß nicht, was die Dinger bedeuten, wir sind überall. Broken. Suitcase, nix drin. Okay, von außen tropft Blut bis zum Wasser. Aber nix drin. Okay. Interessant. Ein Buch, Fischen in Neue England. Okay, eine Seite ist gebookmarkt, das Kapitel heißt Fishing on a Dock.
After equipping a fishing pole, hit event. Okay. Okay, da sind ein paar Tipps drin gewesen, dass man aufpassen soll, wenn man fischt, dass man von niemandem das Körperteil abhauen kann, weil eine Fishing Pole kann gefährlich sein. Deswegen ist wahrscheinlich genau das Ding hier, ne? Okay. What the fuck ist das? Unangenehm. Okay, was haben wir hier? Okay, Mülleimer voller Maden und verrottenem Fleisch. Geil. Okay, lass mal in Ruhe. Fuck that shit, was haben wir hier? Addison Hotel. Gäste not permitted. Okay. Gäste dürfen nicht den alten, unbenutzten Pfad hinter der Bar benutzen. Könnte gefährlich sein. Okay. Und wir haben mehrere Meldungen bekommen aufgrund von unangenehmem Verhalten von männlichen Gästen am Ende des Pfades. Okay. Gut zu wissen. Okay, der Pfad wurde blockiert, damit nichts mehr passieren könnte. Falls es weiter ein Problem sein sollte, werden weitere Maßnahmen ergriffen. Gut, also da müssen wir wahrscheinlich lang, ne? Da müssen wir wahrscheinlich lang. Great. Brauche ich einen Schlüssel für, den habe ich nicht. Okay, wir haben aber so ein Pin-Ding bekommen. Wahrscheinlich kann ich damit irgendeine Tür öffnen. Oh, oder ich kann einfach vorbei. Sehr schön. Seltsame Pflanze. Du kannst diese essen, um dein Leben zu regenerieren. Okay, nein, danke. Vielleicht später. Mit einer Axt kann ich da durch. Great. Ich kann da auch nicht drüber springen oder so. Naja, whatever. Ich finde in solchen Spielen, in dem Style hier, ist es weniger schlimm, wenn Sachen ein bisschen unlogisch sind. Es passt irgendwie mehr in das Setting rein, als wenn ich jetzt so ein super modernes, polishedes Game spiele, wo man drüber springen kann, als machen kann. Wenn es hier nicht geht, dann denke ich mir halt, ja, okay, geht halt nicht. Das ist noch so ein Ding. Ach so, klar, ein U-Boot. What the fuck? Sure fucking thing. Wo war das? Weiter vorne. Okay, ich habe ein U-Boot geholt. Gut zu wissen. Hallo U-Boot. Das ist normal. Warte mal, war nicht noch ein Weg? Ja, hier, ne? Ja, hier war ich noch gar nicht. Okay. Ein Buch voller Illustrationen. Du kannst keinen Text oder Titel auf dem Cover finden. Während wir durch die Seiten checken, vage Impressionen von einem Kinderbuch. Aber viele der Bilder sind andersweltlich und verstörend. Okay. Jedes Mal, wenn man Text sieht, sind es nur komische Formen von Strichen, die sich verbinden, die in irgendeiner Form insektenähnlich wirken. Okay, die Kreaturen, die innerhalb von diesem Buch gezeichnet sind, sind so seltsam und anders, dass ich eine Pause brauche, meinen Atem wieder... mein Atem catchen muss. Vielleicht ist das Beste, es nicht zu lesen. Ich liebe sowas. Allein, dass man halt nicht sieht, was da drin ist, und einfach nur dieses Titelbild, was ja komplett verschwommen ist, man kaum was erkennt, mit der Beschreibung zusammen, ist immer wesentlich spannender, als wenn man jetzt einfach ein paar, keine Ahnung, blutige Sachen da drin sehen würde oder sowas. So ist die Stimmung einfach viel besser. I love it. Was haben wir hier Schönes? Empty Baby Carriage, okay. Gut zu wissen. Hier ist nix. Auch nix. Wohin Schlüssel? Okay, also hier war einfach nichts, nur creepy shit. Sehr gut. Dann gehen wir mal in das scheiß U-Boot rein, ne? Okay, speichern wir erstmal. Laden. Ach du Scheiße. Okay, es ist Zeit, ein neues Getränk zu öffnen, meine Freunde. Ich habe eine schöne Dose 28. Kalte 28 Black, ne? Fucking gut. Okay. Das ist im U-Boot? Sieht nicht aus wie ein U-Boot. Suitcase, you open it and find a piece of paper inside. Oh, what the fuck? Oh, das würde ich gerne lesen können. Oh Gott, ich schätze... Ich war zu neugierig. Ich habe ein Geräusch auf dem Weg zur Bar gefunden.
und bin rübergegangen, um nachzuschauen, was es ist. Hier hinter der Bar, an einem Weg, habe ich einen geheimen Weg gefunden. Ich konnte seltsame Musik in der Distanz hören. Es war sehr dunkel, zu dunkel, um etwas zu sehen, aber ich bin trotzdem gefolgt. Ich hätte zurückgehen sollen, es war komplett überwachsen, ungepflegt und ich konnte Ratten und andere Kreaturen in der Distanz sehen, als ich näher gekommen bin. Okay, der Weg ist in der Nähe von einem Strand gestoppt und dort wurde ich von etwas geblendet. Zuerst sah es aus wie zwei Männer, aber es bewegte sich, als ob es eine einzelne Kreatur gewesen wäre. Es hat sich über dem Körper von einem gestorbenen Reh bewegt. Hirsch, meine ich. Und hat in den Knochen mit einer Art Strohhalm gesaugt. Okay, sehr schön. Ich konnte nur voller Horror zusehen, was da passiert ist. Dann hat es mich angeschaut. Instinktiv bin ich abgehauen und weggerannt. Zurück den Weg hoch und wieder zurück ins Hotel. Okay, sehr schön. Okay, aber da hätten sie vielleicht ein bisschen Untertitel hinschreiben können, man hat fast gar nichts gesehen. Okay, jetzt merke ich auch, dass 20 FPS sind. Ich glaube, es ist erst aktiv geworden, als wir es gechanged haben. Es wirkt aber ganz cool, ne? Wait, what? Hey, what? Ich dachte, ich bin da... What? Ach, das Ding ist nur eine Art Portal irgendwo anders hin, oder was? Weil ich bin ja gar nicht drin. What? Okay, das ist verwirrend. Aber irgendwie ganz cool. Ich bin da reingegangen und einfach auf der anderen Seite wieder rausgekommen. Locked Metal Door. Aufgeschlossen. Mit Paperclip. Okay. Was haben wir hier? Quarter. Nehmen wir nochmal mit. Das hier ist nichts. Okay, lasse ich das in 20 FPS? Ich glaube schon, ne? Es hat irgendwie was, finde ich. Es wirkt sehr PS1-mäßig. Was ist das? Ich habe keine Ahnung. Okay, warum war ich jetzt hier? Ich habe nur ein Quarter bekommen. Was will ich mit dem Quarter? War das Ding eben schon auf der anderen Seite? I don't know. Okay, es ist auf eine sehr komische Art creepy. Was ist damit? Wie komme ich da hin? Ich kann nicht runterspringen. Okay, dann... Okay, was ist hiermit? Ah. Suitcase, ein Stück Papier war da drin. Ach so, ja, okay. Okay, ich reiz nicht. Vielleicht doch hier hinten. Das ist nichts, ne? Nee. Was ist das für ein Ding? Ich weiß es nicht. Sag du es mir. Du dachtest zuerst, es wäre ein Fisch, aber es scheint eher eine Art großer Wurm zu sein. Oh Gott. Oh, Lighthouse. Okay. Okay, okay, okay. Gut. Na gut. Hab ich da nicht nachgeguckt? Ich bin mir sicher, ich hätte da nachgeguckt. Aber gut, anscheinend nicht. Whatever. Dann zum Lighthouse. Ich mag das Spiel. Ich freue mich hier wirklich auf die Vollversion. Das ist so genau die Art von PS1-Horror-Game, was ich echt ganz cool finde. Es ist halt sehr puzzle-lastig, sehr atmosphäre-lastig, mit wenig Gegnern, wenig Shit, der dich auch wirklich aus der Spannung rausreißen kann. Und was ich ein bisschen daran gewöhnt sind, die 20 FPS gelockt mit der Super Low Resolution, eigentlich ziemlich geil. Okay, rein geht's. Okay, nichts in den Taschen. Ich find's gut, dass ich fast alles untersuchen kann, was ich finde. Und goddammit, kriegen wir jetzt mal ein gutes Lighthouse-Game. Was haben wir hier? Ein Bild von einem versunkenen Piratenschiff. Seelen kommen aus dem Schiff raus und fliegen Richtung Himmel.
What? Okay, das ging schnell. So, hier ist ein Bild. Panorama-Shot des Hotels aus den 1800ern. Und hier ist die Angel. Okay. Nichts drin. Okay. Eine Nahaufnahme von einer 16 mm Videoframes aus dem Waldnähe des Hotels. Irgendeine dunkle Figur starrt in die Kamera. Sehr schön. Da geht's wieder runter. Geht's hier hoch? Dach des Hotels. Okay. Danke für den Tipp. Smallbox. Dafür brauche ich einen Schlüssel. Okay. Habe ich auch nicht. Aber irgendwann vielleicht. Brauche ich auch einen Schlüssel für. Und da auch. Okay, ich brauche drei. What? Ah, einen haben wir schon. Okay. Okay, also ich brauche alle drei dafür. Jetzt müssen wir schon erstmal angeln gehen, ne? Okay, ich gehe mal davon aus, wir brauchen das Ohr. Warte, wie kann ich die Sachen equippen? Weapons. Okay, ich gehe mal davon aus, wir brauchen das Ohr. Oder? Das wird wohl kaum klappen ohne. Und dann wahrscheinlich da, wo die ganzen Fische waren? Wo waren das? Hier oder beim nächsten? Beim nächsten, ne? Ich hoffe mal, da beim nächsten. Du musst nicht fucking 14.000 Meter laufen jetzt zurück. Ja, es war hier, okay. Die haben schon ein bisschen angenehmer gemacht. Okay. Wie? Nee? Okay. Würmer? Vielleicht? Maden? Nee? Okay, gut, dann. Oder muss ich es einmal probieren, damit sagt er mir, oh, ich brauche wohl irgendwas zum Anlocken. Wo mache ich das denn hier? Nichts dran. Okay, also wahrscheinlich falscher Dock, ne? Hier. Jetzt. Gar nichts? Ah. Warte, bis ich irgendwas anbeißen kann. Oh. Bulb 2. Okay. Das hilft mir so trotzdem. Mir fehlt immer noch eins. Oder kann ich hier auch nochmal? Wahrscheinlich nicht, ne? Okay, ich glaube, es geht nur mit einem. Okay, tut mir leid. Ja, aber da fehlt ja immer noch eins. Oder triggert da oben jetzt wieder irgendwas, wenn ich das gemacht habe. Oder hier nochmal? Ah. Oh. Eine kleine Videokamera. Wenn ich ein Tape finde, kann ich es da reinstecken. Camcorder. Okay. Not bad. Ist das eine Waffe? Nö, ist ein Gegenstand, okay. Gut, probiere ich hier nochmal? Ja, komm. Why not? Oh! Nett. Okay. Not bad. Dann habe ich wohl doch alle. Ich nehme es mit. Mit der Angel in der Hand. Okay, das heißt, wir machen wahrscheinlich von oben das Licht an. Right. Jetzt? Was haben wir gemacht?
Okay, wir haben Probleme, wach zu bleiben. Unser Körper fühlt sich schwer an. Was soll das gerade passiert? Oh, fuck, no. Oh, no. Oh, no, okay. Was haben wir getan? What the fuck? Eine Musik... Okay, eine Musik-CD. Record. Shit, okay, 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 okay. Silent Hill Welt, ja? Anderes Bild? Okay. Ein Ozean voller Geist, voller Geistergesichter. Jedes noch schrecklicher als das, was ich davor gesehen habe. Ist hier noch ein Bild? Nur das gleiche. Great. Okay, alles das gleiche Bild. Wie schön. Okay. Das gleiche Bild. Der Mantel ist ekelhaft, sehr schön. Oh, hier ist ein anderer Weg. Verdammt, die komplette Umgebung hat sich verändert, ne? Also komplett. What the fuck? Was ist das? Was soll das Ding? Okay, was kann ich hier machen? Eine große Maschine. Ich bin nicht genau sicher, was ich damit machen kann. Es scheint schon aktiv zu sein. Okay, lesen wir vielleicht erstmal. Nehmen wir Schlüssel mit. Bulb 1. Oh, ich brauche neue zum Aktivieren, um wieder zurückzukommen. Maschine 1 und 6 sind kaputt. Ich brauche ein bestimmtes Werkzeug. Okay. Giftige Gase kommen immer mehr raus. Muss ich ein bisschen beeilen anscheinend. Okay, gut. Kann ich das aktivieren? Ich habe einen Knopf gedrückt und nichts passiert. Okay. Nicht gut. What the fuck? Okay, kann ich jetzt damit wieder hoch? Oder... Ist hier noch was? Einfach ein Stuhl. Ist schön. Hier was machen. Okay, scheint aktiv zu sein. 1 und 6 sind beschädigt. Aber wie repariere ich die mit dem Werkzeug, ne? Okay, Freunde. Okay, kann ich jetzt damit hoch und das wieder aktivieren? Ich habe ja eine Schüssel bekommen. Ich will nur gucken, ob es geht. 1. Okay, 1 ist drin. Ich brauche wieder 1, 2, 3. Ah, ich brauche wieder 1, 2, 3. Na gut. Sollten wir wohl hinbekommen. Boah, es ist richtig schwer, die Orientierung zu behalten, wenn man permanent so nah reingezoomt ist, ne? Okay, was haben wir jetzt hier? Okay. Vielleicht gibt es einen Weg, das zu mir zu ziehen. What the fuck? Ah, ja, okay, ich weiß, was du meinst. Ich weiß, was du meinst. Sehr schön. Ich würde sagen, wir behalten das einfach mal in der Hand. Das ist schon aktiviert. Eieiei. Okay, ich sollte mir wieder wahrscheinlich jede Stelle anschauen. Da kannst du Musikding reinmachen. Okay. Four, five, seven, six, three, eight. Alright, easy peasy. Das nehme ich mit. What? Alter. Ich habe null Orientierung, wo hier was ist. Ist das hier? With spiral, menu within. Geht's nicht rein. Ist das ein Restaurant oder was? Sehr abgefucktes Restaurant, aber vielleicht ein Restaurant. Okay, das haben wir jetzt. Sanctuary of a Godhead. Schöne Sache. Das Tor ist zu. Okay, das muss ich wahrscheinlich wieder zu mir ziehen hier. Sehr gut. Keine Power? Okay. Muss jetzt mal Strom aktivieren. Das ist doch schön. Wieder geht's hoch. Geschlossen. Wie schnell das manchmal geht, ne? Power is turned off.
Power an. Okay. Komm, mach. Four. Nee, fuck, ich hab's falsch gedrückt. Clear. Okay. Four. Five. Ich hab ihn gar nichts aktiviert. Egal. Seven, six, three, eight. Sehr schön. Was haben wir hier? Altes Essen, was übrig ist. Sehr schön. Notiz, die ich nicht lesen kann. Ist das hier? Ein Fashion-Magazin aus den 1920ern. Das ist doch was ganz Tolles, so. Hier ist nix. Sturdy... Ah, das Werkzeugding. Okay. Zum Glück wissen wir, wie wir das brauchen. Schlossen von der anderen Seite. Okay, das Spiel ist sehr linear. Also man kann quasi immer nur einen Weg gehen. Wirklich viel verlaufen kann man sich gar nicht. Ist ja eigentlich ganz angenehm. Ich meine, ist ja nur die Demo, klar, aber... Ich meine, das Hauptspiel damals war... Ich glaube, es war ziemlich offen. Da konnte man sich sehr leicht verlaufen. Aber gut. Okay. Key 2. Kriege ich jetzt einen anderen Key in dem anderen Ding? Weil dann war es sehr simpel. Dann war es jetzt wirklich nicht schwer. Nee. Spiral Gate Key. Spiral Gate? Wo war noch irgendwas verschlossen? Irgendwo da hinten wahrscheinlich, ne? Ich werde schon finden. Ich werde schon irgendwas finden. Okay. Bisschen angeln, ne? Menno. Das ist aber doof. War hier was? Okay. Ja, hier ist richtig. Okay, ist das Restaurant hier? Bitte. Was zur Hölle ist das? Keine Ahnung. Gefällt mir nicht. Gefällt mir gar nicht. Heavy Metal Key. Okay, fast alles andere in dieser Umgebung ist verrostet oder fällt auseinander, aber dieser Key ist so poliert, dass ich mich, dass meine eigene Reflexion darin sehen kann. Godhead Key. Oh, wie schön. Intercom. Ich drück drauf, aber niemand antwortet. Okay, great. Okay, wo war das Godhead-Ding? Das war hier oben irgendwo, ne? Ja, hier. Sehr schön. Sanctuary of a Godhead. Man kann es ja mal probieren. Man kann es ja mal probieren. Okay, erstmal direkt hier jede Seite abgucken. Es ist halt so dunkel, man sieht so wenig, wenn man an den Rändern laufen. Damit ich nicht irgendwo reinrenne. Oh, das ist doch... Okay, ich bin mir nicht sicher, was für eine Flüssigkeit unten auf dem, auf dem Boden ist, aber es sieht aus wie Blut. Und ich meine, das ist doch so ein Torture-Instrument aus dem Mittelalter, oder? Wo man sich, glaube ich, wirklich mit dem Arsch draufsetzen muss und haben sich so runtergezogen. Ich meine, das kam in Amnesia vor. Ich meine, das kam in Amnesia vor. Was haben wir hier Schönes? Natürlich, einfach bewegen. What the fuck? Der Godhead kommt aus dem Pool raus. Hallo, Godhead. Ohne Geräusche bist du einfach da rausgekommen. Schöne Sache. Schöne Sache. Was haben wir hier? Nichts. Okay, Mr. Godhead. Willst du mit mir reden? Guck mal, das ist extra dahin gemacht, damit man weiß, wo man stehen muss. Wir schauen uns den massiven Gottkopf an. Okay. Wir sind uns nicht sicher, was wir zu erwarten haben. Es sieht mehr aus wie eine Skulptur als wie ein Gott. Aber wir schauen es irgendwie trotzdem eine Zeit lang an, warten auf irgendein Zeichen von Leben oder Bewegung, aber finden nichts. Wenn das mal, wenn das ein Gott ist, dann ist er jetzt tot. Okay. What the fuck machen wir denn damit?
was haben wir denn gerade dabei alles? Twisted Bulb Key. Check Paul. Twisted Bulb Key. Warte, wir haben 1 und 2. Haben wir den dritten schon reingemacht? Haben wir den dritten reingemacht jetzt schon oder nicht? Ich bin mir gerade nicht sicher. Wenn hier sonst nichts ist. Das ist ein scheiß Thron, Alter. What the fuck? Okay, ich mach die beiden Dinger rein. Fucking hell, Alter. Die Geräusche. Okay, was ist hier? Ein brennendes Ding auf dem Boden sind einfach. Haben die noch dabei? Nein, den haben wir noch nicht. Achso, mir werden auch Sachen angezeigt, die ich schon benutzt habe. Ja. Anscheinend, ja. Okay, gut, dann muss ich wohl auch noch irgendwas anderes machen. Das muss aber jetzt im Godhead-Ding sein. Oder? Quietschen von Dingern ist sehr unangenehm. Ist hier noch was? Hier war dieser. Okay, vielleicht ist hier noch irgendwas drin. Scheint nicht so. Kann ich mit niemandem reden? Deswegen jetzt muss ich irgendwas hinter mir auf einmal anfangen würden zu bewegen. Das klingt sehr unangenehm. Okay, hier muss irgendwas sein. Ich habe nichts bekommen. Ah. Wow, ich hätte einen richtigen Winkel nehmen müssen. Okay, ich habe versucht, irgendwas rauszuziehen, aber ich habe es wieder verloren. Lol. Ich habe den Plug gezogen. Okay. Drain Plug. Was will ich damit? Kann ich da jetzt runter? Ja. Jesus Christ. Schlüssel. Okay, 3. Okay, 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 okay. Ich soll weg, ja? Nein? Dammit. Ich mag das Ding nicht. Okay. Get the fuck out of here. Oh, das spiegelt einem so ein richtig, richtig unangenehmes Gefühl die ganze Zeit. Wenn es jetzt einmal einen Gegner geben würde, würde er ihm so Angst machen. Ich lieb's. Ich lieb's einfach. What now? Bin ich wieder zurück? Ich bin wieder zurück. Aber was hat's mir denn gebracht? Ich bin einfach einmal raus und wieder rein und... I don't know. What now? Wie schön. Wie schön. Okay, aber... Habe ich irgendwas mitgenommen? Hallo. Hallo. Okay, keine Ahnung. Okay. Ist mein Boot, was zurückkommt? Ja. Wir kommen zurück. Walkie-talkie. Okay. Es, ich höre ein leises statisches Stören und ich kann es nicht ausschalten. Neben dem Walkie-talkie war eine Axt. Was in einer Wurmkreatur drin hängt. Okay, scheint tot gewesen zu sein. Ich habe jetzt eine Axt. Sehr schön. Okay, nachdem ich die Axt genommen habe, bemerke ich, wie das Boot langsam sinkt. Ich frage mich, woher es kommt. Und was ist der Person geworden ist, die das Ding das letzte Mal benutzt hat? Gute Frage, aber wir können jetzt damit da hinten rein.
Chop, chop. Chop, chop. Das wird immer nicht offen sein, ne? Okay, jetzt gibt es noch zwei Sachen. Hallo. Okay. Ich glaube, ich kann dich nicht töten, ne? Ich kann es nur ohnmächtig schlagen. Okay, 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 okay. I get it. Hab den Tipp verstanden, Spiel. Oh nein. Okay, fuck the shit. Aua. Alter, hab ich viel Schaden bekommen. Ist U-Boot noch da? Das U-Boot ist noch da. Okay. Einmal hier speichern. Ich will gucken, ob ich hier hinten den einen Weg aufschlagen kann. Weil ich weiß, ich muss den Weg da hinten lang, hinter der Bar. Aber hier war auch einmal Holz. Vielleicht kann ich das durchschlagen mit der Axt. Vielleicht ist irgendwie ein Secret oder sowas. Ich würde es gerne rauskriegen. Oh, ich mag das Spiel sehr, Mann. Ich mag das Spiel sehr, sehr, sehr. Yep, hier durch. Okay, Waffen. Wahrscheinlich nicht, ne? Oh, oh, doch. Eine Spielzeugmaschine. Ich habe einen Quarter reingemacht und habe ein Spielzeug bekommen. Ich höre ein kleines Klicken. Capsule Toy. Forklift Capsule Toy. Neat. Ich freue mich. Okay, sieht genauso aus wie das U-Boot, was ich gebraucht habe, ohne hinzukommen. Seltsam. Circle Bro Capsule Toy. Okay. Wow, das ist super sehr selten. Das ist Circle Bro. Mein Lieblings Kindheitsspiele-Maskottchen. Okay, kann ich noch mehr holen? Acid Vial. Oh. Okay, das ist Säure. Könnte ich benutzen, um irgendwo mich durchzuätzen. Okay, also ich kann mir ganz Geld dafür ausgeben. Sehr schön. Altes Journal. Okay, hier ist eine kleine Sektion weniger kaputt, okay. Wir haben uns in dieser alten, in dieser alten Höhle versteckt. Seltsamerweise scheint es schon vorher bewohnt gewesen zu sein. Grossen und die anderen haben die Umgebung weiter voraus ein bisschen erkundschaftet. Und die Höhle scheint meilenweit weiterzugehen. Okay. Das Wetter in den letzten Tagen ist immer schlimmer geworden und wenn es nicht mehr besser wird, dann müssen wir vielleicht den ganzen Winter hier bleiben. What the fuck? Was ist eine Höhle? What the fuck are you talking about? Was ist das hier? Nix. Sehr gut. Ich würde sagen. Okay, mit der Säure kann ich hier durch. Wo zum Fick bin ich, Mann? Okay, hier kann ich speichern. Will ich überhaupt hier weiter? Daedalus. Okay. Ein uraltes, extrem kompliziertes Labyrinth, was auf natürlichem Wege entstanden ist. Großartig. Oh, okay. Die Ausgrabungen haben 1838 begonnen und sind bis heute noch am Laufen, weil anscheinend immer neue Gebiete auf natürlichem Wege entstehen. Das ist ja schön. Da habe ich ja richtig Bock drauf, du. Wie heißt das hier? Hidden Sewers. Great. Muss ich echt rein? Tür geht nicht auf. Möglicherweise gibt es irgendwas im Hotel, was mir hier helfen könnte. Schön. Schön. Fuck no. Okay. Also jetzt der geheime Weg da hinten erstmal wieder, ne? Das ist in Ordnung. Achso, ja, ich weiß. Hätte ich mal wegdrücken können. Okay, unten scheint aber kein... Doch. Ich wollte gerade sagen. Wait, what? Kamen die von der Seite? Oh, ist das ekelhaft. Die können von den Seiten kommen. Okay, no. No, 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 no. Nein, danke. Immerhin merke ich, wenn Gegner in der Nähe sind, wenn meine Sicht ein bisschen abgefuckter wird. Oh, sind die jetzt hier und warten auf mich? Oh, das wird scheiße. Oh, nee. Okay. Ich kann hier nicht vorbeirennen? So ein bisschen, ne?
Ich weiß nicht, ob ich die komplett kille oder ob die auf dem Boden für ein paar Minuten bleiben, dann wieder aufstehen. Ich hätte mir jetzt rausge... Oh, ne, nimm schön die Waffe in die Hand, Kollege. Du nimmst schön die Waffe in die Hand. Mach mal nicht so eine Scheiße. Okay. Hallo. Okay. Okay. Tschüss. Drecksviecher. So, hier war das. Hier durch. Das ist eine ziemlich lange Demo, ne? Hab den Weg kaputtgeschlagen. Großartig. Jetzt ist hier möglicherweise dieses komische Ding, was irgendeinem Reh was ausgesaugt hat. Ich hoffe, das fände ich. Das wäre ja schön. Ein Herz. Ist auch süß. Goddammit. Outdoor Barkey. Neben einem seltsamen Hut, das ist auch schön. Das ist so gut, ne? Allein wenn man im Kopf die ganze Zeit hatte, dass hier irgendwas Gruseliges sein könnte, ist der Weg schon unangenehm. Man muss nicht immer irgendwo was Gruseliges hinpacken, wo was Gruseliges sein soll. Einfach nur das Gefühl, reicht oft schon. Okay, mein Leben wiederhergestellt. Vielleicht nicht schlecht, weil ich wurde vorhin einmal gehittet. Eieiei. Hallo. Ich meine, die sind ja nicht wirklich gefährlich, aber einfach nur zu wissen, dass die in der Nähe sein können, schon unangenehm. Right. Was haben wir hier? Courtyard. Eieiei, okay. Tony. Die Bierfässer müssen gesäubert werden. Alles, was da rauskommt, ist schwarz. Es ist widerlich. Wenn du diese komische Frau wieder während deiner Arbeitsschicht siehst, du weißt, welche ich meine, dann ruf auf jeden Fall die Sicherheit oder die Polizei, Ben. Okay. Okay. Courtyard. Ja, die stehen wieder auf. Okay, so schön. Oh, du blockierst meinen Weg. Oh, fucking. Fällt mir nicht. Okay, es sind also zwei. Zwei, die immer wieder aufstehen. Ich habe einmal Damage bekommen gerade, das ist nicht gut. War der Courtyard, oder? Nee, fuck, es war ein zweiter. Das Spiel ist ziemlich lang für eine Demo. Ich dachte, wir müssen kürzer. Rein hier. Courtyard Dandy. Opening des Hotels 1836 wurde für Thomas Warrington erstellt, der originale Besitzer des Hotels. Okay, er war sehr bekannt für seine teure Kleidung und seine wilden Partys. Du hast das Gefühl, dass sich irgendjemand irgendwas anschaut. Schaut dir vielleicht die Statue an? Look up, wait. Oh, ist das eine gute Entscheidung. It appears a clock. My oh, there it is, filthy little thing. Hey there, little cockroach. How does it feel to be a monster? Love it. Love it. Allein diese Entscheidung. Wait, what? Okay. Okay, what the fuck? Was soll ich tun? Why do you try so hard? Komm her, Kollege. Okay, ich weiß nicht, ob ich da irgendwas machen muss. Ich stun ihn ja damit offensichtlich. Komm her. Mach ich damit irgendwas?
Ich muss ja nicht angeln oder sowas, oder? Vielleicht jetzt gleich mal probieren. Oh doch, okay. Ah, wegen dem Tipp vorhin mit dem Auge raus. Okay, okay, okay. Oh, great. Okay, okay, ich muss es einmal machen. Okay. Nope, nope, nope. Das ist aber cool gemacht, weil man beim zweiten Mal viermal machen muss, weil man wahrscheinlich dann panischmäßig die Waffe schon gewechselt hat und dann... Oh, oh. Wait, what? Was soll ich denn jetzt rausnehmen? Okay, das ist nicht gut. Okay, okay, okay. Gleich mit seinem Hut. Ja. Danke. Appreciate it. Aber dafür bist du tot. Und ich habe eine Angel. Und hier ist ein Stück Kreide oder so. What the fuck, Mann? Okay, cool. Ja, jetzt kann ich einfach Anseite aufmachen. Gut, gehe ich mal rein. Kann ich nicht? Hey, was soll ich denn machen jetzt? Ich habe gar nichts bekommen von dem, oder? Wie, ich kann nirgendwo weiter? Ich muss reinlaufen, okay? Die Türen sind nicht mehr verschlossen. Okay. Das war die Demo, ne? Okay, I love it. I love it. Wenn die Vollversion rauskommt, sagt mir sofort Bescheid. Ich find's sehr cool. Ich find's sehr, sehr cool. Okay, ich warte kurz. Vielleicht komm gleich wieder... Weil am Ende vom richtigen Spiel kam auch... Also von Conclus 1 kam auch direkt quasi der Trailer für Teil 2. Deswegen warte ich einfach mal kurz. Aber goddammit. Das hat Potenzial. Ich stehe da sehr drauf. Ich meine, Conclus 1 fand ich... 80% des Games richtig, richtig gut. Und gegen Ende wurde es, glaube ich, ein bisschen zu lang, oder? Ich weiß nicht, was das Problem war, aber irgendwas hat mich am Ende genervt. Aber ich fand es von der Atmosphäre sehr, sehr, sehr stark. Ich hoffe nur, wenn die Vorlesung rauskommt, muss ich die Demo nicht nochmal spielen. Okay. Okay. Das war Conclus, die Demo. Ich fand's großartig. Sehr, 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 sehr geil. Hat Potenzial auf eine sehr hohe Bewertung, wenn es rauskommt. Schreibt ihr in die Kommentare, was ihr bis jetzt vom Spiel gehalten habt. Dann würde ich sagen, sehen wir uns auch zum nächsten Video. Wie Leute, euer Crypto Stein. Bye, bye.